Ron Excelsior, Sir Menelik, Clavius IV, Chewbacca and circumcised, and Emperor General Beta live. Come on, y'all. Get ready for the posse cut of the year. Check it out. Check it out. Set it off. Yeah. Ron Excelsior, Are you ready? Make you levitate. El enfermo, Cayo, Desmayada, Sangraba, llame la ambulanza, Pomas, Primeros, Auxilios, Miro con Robo, Escenato, Elegante, Aguante, Racadores, Estafadores, No estamos la política del gobierno, Matanos, a mucha gente, yo, Focus, psychosis, Black Lotus, Sleep Legion, Live Life with Swelling, External Terminal, Update, Man on the Moon, Boom Boxes, or Souped Up, Cable Antennas, Moving in Time, Select Growth, Procedure, Expand, a Lincoln Core Molecule, Architects, Contrast, A random coil, picture your final structure, adjustable chemical properties, overall size, atomic, diameter, 400 times that a hydrogen complex, directing PSR 13, positive 16, orbital processes, major axis, elliptic, relativistic perturbations of the phenomena, ripple exert forces, distance between them is burst, expected to reach several billion Kelvin. Check it out, Cyclops 4000, all stars. Cyclops 4000, all stars. Apostle life for agony, the grace of God is hard. Pain of tragedy, ceremony of gunfire. Blood scars, sprains my skin chamber. Then on the street, alter text, select effects, the falter. A trigger function flows back, explosive, don't call. A cardiovascular like an injection. The resurrection, black suburban, GI Lebanon, terminus. So just let's get the cat, keep the drugs working. Circulating Dominican versus Jamaican. The regiment of militiamen, Tel Aviv, tech on the sleeve, shroud of Turin. Vatican, Armageddon, Old Testament, crucifixion. 21st century, it's a sign of God. Mind scarred, weighing the indica. From Vienna, my men into the men, wearing the slam. Branded cleanser with the nine in my hand, starting cap under my hat. Tried to get out, but the game keeps pulling me back. Yeah. It's levitation. 1, 2. It's levitation. Independent of the level above and below, capture intricacies after a frenzy of interest theories collapsed. Perhaps concepts could not explain irreversible concrete philosophical developments. Such analysis indicates emergence naturally in simple society. The payoff matrix summarizing the scoring, absolute software, 30 arc second strategy like drops of water floating in a void, unstable atoms, orbit, misty cloud, nuclear having excess neutrinos or protons, teeter on the edges of nuclear stability known as drip lines. Under the stress, some develop a halo, beta radioactivity, isotopes excite. Depending on their charges, narrow momentum distribution forces directly reflected, magnetic, C22Li11, escape particle bombardment. Properties in the nucleus, V8. In the sun, it produces easily detected neutrinos, much less the predictable standards can be less. 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 Yeah.
Ja, astrein durchgelaufen bis jetzt. Amazed by You vom Static Sound System. Erschien auf Cup of Tea Records und da gibt es jetzt einen wunderschönen Sampler vom englischen Cup of Tea Label, der heißt Another Compilation. Übrigens eine Platte, von der wir nachher noch ein ganzes Stück hören werden und die es nächsten Mittwoch dann intensiver zu hören gibt in unserer letzten halben Stunde im Blackboard Jungle. Das aber dann erst nächste Woche. Jetzt gibt's erstmal Nachrichten. Wenn Fritz in Berlin, dann 102,6. Um 22.31 Uhr. Besuch. US-Präsident Clinton hat in Berlin zur Einheit Europas aufgerufen. Die westlichen Länder müssten die osteuropäischen Staaten auf dem Weg in die EU und die NATO unterstützen. Bundeskanzler Kohl sagte, Voraussetzung dafür sei die Einbeziehung Russlands. Machtprobe. Trotz internationaler Proteste hat Indien zwei weitere unterirdische Atomtests durchgeführt. US-Präsident Clinton verhängte Wirtschaftssanktionen. Jetzt wird befürchtet, dass Pakistan ebenfalls Atomversuche unternimmt, um seine Stärke zu beweisen. Regierungsbildung. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Hoppner hat sein Programm für eine SPD-Minderheitsregierung vorgestellt. Am 26. Mai wird er sich mit den Stimmen der PDS als Landeschef bestätigen lassen. Korrektur. Der Vorstand von Bündnis 90 Grüne hat das umstrittene Wahlprogramm überarbeitet. In dem neuen Entwurf taucht die ursprünglich geforderte Benzinpreiserhöhung auf 5 Mark nicht mehr auf. Die Grünen hoffen damit, die Gunst der Wähler zurückzugewinnen. Reaktion. Die französische Regierung hat schärfere Strahlenkontrollen bei Atommülltransporten angekündigt. Die Atomaufsichtsbehörde hatte dem staatlichen Elektrizitätsunternehmen EDF Nachlässigkeit bei der Reinigung von Atommüllbehältern vorgeworfen. Bei Überprüfungen wurde erhöhte radioaktive Außenstrahlung festgestellt. Wetter. In dieser Nacht im Fritz-Radeland klar bei Werten zwischen 2 und 7 Grad. Morgen dann wieder heiter, 18 bis 22 Grad. Verkehr. Berlin-Mitte, Tiergarten in den Bereichen Gendarmenmarkt, Großer Stern, Pariser Platz und Budapester Straße kommt es bis 0 Uhr wegen des US-Präsidentenbesuchs zu Sperrungen und Umleitungen. Die aufgestellten Halteverbote sind nach wie vor unbedingt zu beachten. Ein Fritz-Info mit Matthias Karkow. Fritz präsentiert Infopool at Infobox. Die Eröffnungsparty der Love Parade Nachrichtenzentrale. Auf 2 Dancefloor mit den DJs Dr. Motte, Klee und Johnson aus Berlin. Dazu Abe Duke, also known as Curlian, aus New York. Und Commander Krilli von MFS Berlin live. Die Infopool Eröffnungsparty zur Love Parade. Samstag, 16. Mai, 22 Uhr in der Infobox am Potsdamer Platz in Berlin. Karten gibt's beim Infopool unter Berlin 390 6660 und Lepper 390 6660. Infopool Party at Infobox. Präsentiert von Fritz. Down.
Start it Bomber Clan, Bomber Clan, Bomber Clan. Ohne Lichter Start it Bomber Clan. Auf The Bomber Clad. Joint, schon bestimmt 3 oder 4 Jahre altes Stück, ein absoluter Klassiker von Notorious, auf Kompost erschienen. Ja, also über die Jahre gibt es immer wieder so Stücke, die man dann doch mal wieder spielen könnte. So ein, das ist so eins davon. Wir machen ja inzwischen im Backward Jungle fast 6 Jahre, ist mir aufgefallen vorhin, nämlich als wir unsere Gäste begrüßt haben. Und wir dachten eigentlich, dass Jürgen von Knoblauch noch nie bei uns war. Dem ist aber nicht so. Vor 4 Jahren war er nämlich schon mal da. Zusammen mit Sharifa und Anthony Baguette. Und jetzt ist er wieder hier. Und hat noch jemanden mitgebracht aus Frankfurt, nämlich Daniel Haxmann. Hallo. Das hat sich auch ganz wunderbar ergeben. Ich hatte da bei den Jasonovas angerufen und dachte mir, die müsste man mal wieder einladen. Die waren schon ewig nicht mehr da. Und zumal Jürgen von Knoblauch, ne, oft angesagt, aber nie hier gewesen, den Bayernern nicht so. Und da meinte der gute Klaas dann auch gleich, das passt hervorragend, weil Daniel auch noch da ist, am Samstag auflegt, in der Pfefferbank, glaube ich. The Circle nennt sich das, ja. Das macht ihr regelmäßig alle paar... Mehr oder weniger, so 2 paar Monate oder so. Soll es eigentlich laufen. Wochen, ja. 2 wöchentlich, aber jetzt so die letzte Zeit hat es sich halt immer so ergeben, dass es so 3 wöchentlich, mal 2, mal wieder nur 1 Monat, also in 1 Monat eine Veranstaltung und so. Ja, ist schön, dass ihr das macht, weil dadurch haben wir auch immer interessante Gäste. Ne? Letztes Mal war, glaube ich, Michael Reinbold und die ganze Kompost-Posse auch da bei euch zu Gast und dann eben auch hier im Deckwart Jungle. Jetzt haben wir Daniel hier. Daniel, was machst du denn jetzt nun eigentlich so alles außer auflegen? Auch alles Mögliche, zusammen mit Chantel, der am Samstag ja im Circle auflegen wird und seine neue Platte vorstellen wird. Mache ich Essay Recordings, Plattenlabel ein kleines. Und sonst, ja, alles Mögliche, bisschen schreiben. Und Essay Recordings ist assoziiert mit K7? Seit neuestem, ja. Also wir haben jetzt das neue Album von Chantel an K7 lizenziert. Das heißt Higher Than The Funk, kommt nächste Woche in die Läden. Und das ist unser erstes Joint Venture mit K7 aus Berlin. Erzähl doch mal ein bisschen über Chantel. Wer ist denn das? Chantel, das ist Stefan Hantl, gerade 30 geworden. Initiator des Lisanne Essays in Frankfurt am Main. Das ist ein ja mehr oder weniger illegaler Club, der aber schon seit 6 Jahren besteht. Und Stefan, also sein bürgerlicher Name, hat jetzt sein 3. Album fertiggestellt. Und früher waren der irgendwie bei Infracom, nicht? Genau. Daher kenne ich von Chantel-Platten. Die ersten beiden LPs sind auf Infracom erschienen und dann vor 1,5 Jahren gab es ungefähr einen Split. Und wir haben unser eigenes Label gegründet und seitdem bringen wir die Platten selber raus. Mhm. Legt der auch auf? Oder der legt auch auf, ja.
Und den Club gibt es immer noch. Den Club gibt es immer noch. Am 23. haben wir da die Record Release Party. Kriegen wir da auch noch was zu hören von der Platte gleich? Ja, ich habe ein paar Tracks mitgebracht. Also nochmal auch für unsere Hörer nochmal zur Erklärung. Du bist praktisch ein Teil von Chantel. Und was, wo liegt die? Ich bin von SA Recordings und Chantel ist der Producer. Alles klar. Und wo liegt die Verbindung jetzt zu Jazzanova? Naja, ich wohne jetzt seit einem Dreivierteljahr in Berlin und wir haben einen ähnlichen Musikgeschmack und so kamen wir halt irgendwann mal zusammen. Muss man auch dazu sagen, dass The Circle nicht nur von Jazzanova gemacht wird, sondern eben auch von Daniel Haxmann. Also wir sind so ein Team. Jazzanova ist ja eigentlich auch vieles, kann man das so sagen. Ihr macht eine Radioshow, soweit ich weiß. DJs, ihr produziert Platten. Wie groß ist diese Jazzanova-Crew? Wie viel seid ihr da? Also Jazzanova-Musik, Band, sagen wir mal so, sind 6 Leute. Setzt sich zusammen aus DJs, Produzenten, unter anderem eben Extended Spirit oder Cosma auch, die, wenn sie mit uns zusammen sind, dann halt Jazzanova heißen. Aber der harte Kern, das ist Alexander, Klaas. Das sind dann die DJs, ja, genau. Mhm. Die hatten wir, glaube ich, alle schon da. Genau, glaube ich auch, ja. Noch 6 Jahren, das ist ja auch dann fast zu erwarten. Neue Platten gibt es von euch auch? Kommen jetzt in 2-3 Wochen sowas in den Laden, und zwar die 2 Jazzanova EP, die zweite. Dann Extended Spirit, eben Solid Water EP, kommt raus. Und dann machen wir noch so ein Reissue-Projekt, East German Jazz Compilation, auch von, also Amiga-Stücke. Vor der Wendezeit sozusagen. Ja, genau, okay, Amiga-Stücke. Das ist bestimmt interessant. Ich war leider noch nicht in der Pfefferbank. Wie sieht die Location aus? Ich kenne zwar irgendwie den Keller da von Pfefferberg, aber wo ist denn dann die Pfefferbank? Die Pfefferbank ist im Grunde gleich neben dem Pfefferberg, also links davon, rechts davon haben wir es abgenommen. Mhm. Links davon ist dann die Pfefferbank. Also zwischen TBC und dem Pfefferberg. Nee, zwischen TBC und Subground. Genau, genau. Ja, und das ist im Grunde ein super schöner Raum, meiner Meinung nach. Also hat eine gute Ausstrahlung und es macht echt Spaß, da Partys zu machen. Und da holt ihr euch regelmäßig dann auch Freunde aus Ganz Deutschland? Ja, genau. Also jetzt eben hier Chantel, Daniels Verbindung. Dann nächstes Mal haben wir Nuphonic da am 6.6. Also von Nuphonic, Jules Butterfield. Und dann haben wir Rainer Trübi da und Rockers Hi-Fi auch am 4. Juli. Euphonic? War das U oder Nuphonic? Sind die aber nicht auch von dem Different Drummer Label? Weil nee, da gibt es auch noch Euphonic, nicht? Da ist nichts. Nee, es gibt, glaube ich, noch ein anderes Label, das heißt Neophonic. Weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Aber das ist im Grunde so ein Hauslabel aus London und da kommt halt dann Juice Butterfield. Das wäre dann noch meine nächste Frage. Wo bewegt sich das denn musikalisch alles? So auch Jazzanova. Wie würdest du das beschreiben? Naja, wenn wir schon bei Nu sind, würde ich sagen Nu Jazz. Nu Jazz. Werden wir sicherlich auch gleich noch was hören. Legt ihr beide auf ein bisschen in der nächsten halben Stunde? Ja, genau. Wir uns ab ein bisschen. Und dann hören wir vielleicht erstmal ein bisschen Musik, damit wir und alle anderen da draußen auch mal wissen, worüber wir eigentlich reden. Und danach haben wir noch eine ganze Menge zu verlosen. CDs, Freikarten, die ist schon alles. Autos, Handys. Ja. Im Hintergrund übrigens ist Full Monty. Ein Stück von Extended Spirit. Ah. Ist ja auch schon sehr lauschig. Ist aber leider gleich zu Ende, deswegen müsst ihr vielleicht mal an die DJ-Pulte ranbringen. Auf geht's. Viel Spaß mit Daniel und Jürgen in den nächsten 30 Minuten.
DJ, put the needle on the record. Don't look down.
You.